einen wunderbaren guten Morgen aus Port Gallip und vom Schiff. Genauer gesagt bin ich hier auf der Sea Friend, scheint auch ein relativ beliebtes und bekanntes Schiff zu sein. Nach 3 Stunden Fahrt sind wir gestern Abend im Dunkeln hier angekommen. Schnell das Gepäck verstaut, Abendessen, erster Tauchboxen-Check, Setup der Flaschen. Und auftanken mussten wir natürlich auch noch. 6000 Liter Diesel bei jedem dreiviertel Stunde in den Tank gepumpt. Aktuell liegen wir noch im Hafen von Port Galib. Bevor die Cross Control ihr Okay zum Ablegen gibt, werden einmal nochmal alle Pässe durchgecheckt. Abgelegt werden soll so gegen 9 nach dem Frühstück in Richtung der ersten Tauchgänge. Während wir also auf die Coast Guard warten, gebe ich hier jetzt nochmal eine kleine Intro-Führung durch das Schiff. Rein kommt man hinten übers Dive Deck. Schuhe sind wie immer natürlich an Bord des Schiffes verboten. Die kommen hier in den Schrank und werden dann auch erst am Ende der Reise wieder rausgeholt. Vom Dive Deck geht's rein in den Salon. Sitzgelegenheit, wenn mal schlechteres Wetter ist. Hinter dem Salon das sogenannte Restaurant, eine kleine Area zum Essen. Raus aus dem Salon, Treppe hoch, Chillout Area, eine kleine Bar. Von da Leiter hoch aufs Oberdeck, wo auch der Führerstand des Captains sich befindet. Die Kabinen sind teilweise oben, teilweise unten unter Deck. So sieht die Kabine aus. Relativ klein und kompakt, aber doch ganz zweckdienlich, und in die Wandschränke passt wirklich mehr Kram rein, als ich dachte. Tauchbriefing gibt es bereits um 6:30 Uhr. Bis morgen.